Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks mit einem Replay. Und zwar vom Objekt 430 auf der Karte Winterhimmelsdorf. Und als Zehner nur zwei andere Zehner zu haben, zwei andere Neuner und sonst nur Achter, ist ein sehr schönes Matchmaking. Da freut man sich doch absolut. Und ich kann euch schon mal spoilern, es wird eine sensationelle Runde. Also ich denke, wir werden alle auf unsere Kosten kommen und wir sehen, er fährt erstmal auf den Hügel. Aktuell bekommt er auch ein bisschen Unterstützung mit dem T32 AMX 1500 FV und dem STA-2. Also summa summarum 5 Panzer, welche die auch gut mit der Gun Depression arbeiten können. Also gerade denke ich dann den T32. Also unterm Strich sollte das klappen. Der T-30 hier unten vielleicht ein bisschen alleine. Oh ja, der bekommt gleich den IS-7 und 110. Also das kann spannend werden, aber wir konzentrieren uns jetzt auf das Objekt. Der fährt direkt oben lang, fährt gar nicht erst rechts um die Burg rum. Und jetzt bleibt er hier stehen und wartet, bis er den ersten da bekommt. Unten gibt der T-30 schon ordentlich Gas und er hier hat den CDC, die erste 330er Schelle, gegeben. Und jetzt wartet er auf den Skoda, so wie es aussieht. Manövriert sich hier, muss immer ein bisschen auf die Arti aufpassen, weil die Arti ist natürlich so, dass die hier gern reinhält. Au, die steht da unten, alles klar. Interessante Stelle für die Arti. So, und jetzt der CDC. Er fährt jetzt mal so direkt vor, dass er auf den CDC kommt, aber sonst nicht beschossen werden kann. Trifft den CDC auch wieder schön. Und der ist direkt raus. So, wer kommt dann noch? Der Skoda, ja. Da hat er einen schnellen Schuss gemacht, aber der hat seinen Weg nicht ins Ziel gefunden. Und jetzt der T32, das gleiche Spiel. Aber jetzt steht er gut, kann den M41 Revalorisé schön treffen und sie pushen hier wirklich stark. Also die lassen sich gar nicht lang hier auf dem Hügel aufhalten, aber jetzt musste da der AMX direkt dran glauben. Und lauter Abpraller, guckt mal unten das Lock an, das ist schon sehr eindeutig. So, und auch nochmal hier oben drauf, also er holt hier wirklich das Optimöste raus. Wer es gehört hat, ja, das war beabsichtigt. So. Und jetzt M41 weg. IS-3 kein Problem natürlich. Und nochmal einen und weg ist er. Aktuell 3800 Damage, 6 zu 6 steht's, also da ist es noch ein enges Ergebnis. Der Skoda konnte hier zwar durch, au, oh, da hat er leider eine Arti vorbeigesenzt. Und jetzt geht er da wohl Richtung Oho, will er da wohl nachfahren, schätze ich mal. Gut, er will hier vorne auf den 110er gehen, ich glaube aber der Oho macht ein bisschen mehr Sinn. Und ja, so sieht es auch wohl aus. Weil der Oho ist da natürlich ein leichtes Ziel. So, da kommt er direkt schön drauf. Und jetzt direkt, und jetzt sieht man, er hat hier massivst Probleme von den beiden bekommen. Schön ausgeschaltet. 5100 Schaden, erst ein Kill. Das Einzige, was man ihm wirklich in Anführungszeichen noch abreden kann, dass er die Kills nicht bekommt, aber dazu kann er ja nicht wirklich was. Ansonsten läuft es wirklich richtig rund. Und jetzt gleich dem IS-3, dem er da hilft, also auch dem IS-7, aber da muss er aufpassen, weil der natürlich auf ihn schaut. Das heißt, den will er raus, den nimmt er auch raus, der 110er fährt weg, schaut nicht auf ihn. 9 zu 9, jetzt schaut er. Ah, der, oh, der schießt da mit HE, der 110er. Der feine Herr. Und er schießt ja schön aufs Laufrad. Perfekt, so wie es gehört. Und nimmt ihn jetzt raus. Sehr fein. Jetzt macht er auch die Kills. 11 zu 9. Da drüben wieder die Arti und der Jagdpanzer. Den hinterfahren, das wäre fein.
Also er wird gefühlt an jeder Stelle gebraucht. Und jetzt glaube ich, macht er das auch, dass er den Jagdpanzer hinterfährt. Muss man aufpassen, weil da könnte er natürlich gucken. Da ist er offen. Da kommt er auch in seine Richtung. Das war jetzt gut, dass er da nicht direkt durchgefahren ist. Und jetzt ketten am besten und dann... Oh, der schaut ihn ganz böse an, du. So, da hat er einen setzen können. Macht noch einen. Ja, das ist mutig, du. Nee, oder? Macht er noch einen. Ja. Das war... Da muss man Eier haben. Weil ganz genau, man kann natürlich... Man weiß in etwa, wann hat er geschossen. Oder zumindest kann man es hören und sonstiges. Aber... Ja, das waren jetzt den dritten... nicht mal den zweiten hätte ich mich getraut. Gebe ich ganz ehrlich zu. So, da ist der... Löwe. Was macht der? Der holt sich da Dauerdamage. Auch sehr fein. So geht's natürlich auch. Schaut's mal, wie der Ding da runter tickt. Da steht da auf irgendwas Dummes drauf. Naja. Der Ferdi. Also, das ist ein tolles Spiel, was wir hier sehen. Muss man wirklich mal sagen. Also, hätte ich nicht schon einen Replay of the Week ausgewählt, wäre es das. Gebe ich ganz ehrlich zu. Finde ich abnormal gut gespielt. So, Wahnsinn. Anti auch weg. 4 Kills. Also seht ihr es als Semi-Replay of the Week. Also das hätte den Titel auch mehr als verdient, gebe ich ganz ehrlich zu. So, wo ist der Jagdpanzer? Das will jetzt wohl hier die Linie spotten und da kommt er auch. Da pinkt er dem STA, dass er dann natürlich dementsprechend nachkommen soll, beziehungsweise der STA pinkt. Map Control vom STA hat jetzt da übrigens sehr geholfen, dass man schon mal so ein bisschen den Blick hat. Und jetzt steigt er hier dem Jagdpanzer nach. So, und die Frage ist, wo ist er? Ist er in der Querstraße oder ist er in der nächsten? Den STA-2 lässt er da so ein bisschen mal langfahren. Er guckt kurz rein. Da ist nix. Da kommt er raus. Also hat er da einfach nochmal die Quergasse genommen. Als Jagdpanzer jetzt unglaublich undankbare Aufgabe, gegen zwei Leute da zu spielen. Und jetzt kriegt er da hinten den Hit rein. Macht er seinen 5. Kill oder macht der STA? Nein, er macht seinen 5. Kill mit 9277 Damage. Also wirklich, da ist alles perfekt gelaufen. Das lief so wie am Schnürchen, wie es besser gar nicht laufen kann. Und... Naja, allein im Jagdpanzer 2000 Damage gemacht, zeigt eindrucksvoll, okay, der hat scheinbar was drauf, der Junge. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.